Wir sind der Evo. Ne, es ist ja. Wir sind der Evo aber und ihr seht Bands rockt, oder? Das ja, Rock muss zusammenkommen. Genau, Bands rockt muss zusammenkommen. Bands rockt. Ach, Bands rockt. Okay. Genau, nochmal. Der Bandname hat nicht so die Riesenbedeutung und die Band selbst ist einfach ein ziemlich zentraler Punkt in unserem Leben. Also von daher hat es eine sehr große Bedeutung. Ja, nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ich auch nicht. Oder so ähnlich. Ja. vielleicht so ein Wärmeakku in die Hand legen. Und eine graue Wand. Also so als Fläche. Wir machen die Sachen immer zusammen. Also wir treffen uns in unserem Proberaum und spielen dann einfach los. Und was uns irgendwie als spannend oder so erscheint, daran wird dann weitergemacht und irgendwann ist es dann fertig. Also es gibt keinen, der so mit Ideen oder so ankommt. Das entsteht meistens aus dem Moment heraus. Ich erkläre das eigentlich selten. Die Texte haben ja an sich auch nicht wirklich das Bestreben, irgendwas Grundlegendes zu erklären, sondern eher irgendwie so was wiederzugeben oder so einen Punkt auf, nee, also irgendwie an irgendeinem Punkt zu sein. Und naja, die anderen beiden fragen auch eigentlich nicht so oft. Aber es scheint zu funktionieren, denn es kommt dann selten Kritik. Nee, keine Fragen weiter. Also ich finde deine Texte außerordentlich gut. So, und warum? Ich habe daran nichts zu meckern und zu kritteln. Also ist auf jeden Fall in Ordnung für mich. Ja, wir kennen den Daniel schon so lange. Wir wissen einfach immer blind, was er meint. Taub. Also meine Mama hat die neue Platte gehört und findet sie ein bisschen lahm. Oder kommt nicht so richtig rein. Aber also prinzipiell findet sie das eigentlich ziemlich gut. So, sie findet nur, dass diesmal irgendwie zu wenig krachig ist für ihren Geschmack. Ich habe es meinen Eltern noch nicht vorgespielt bisher. Und unsere Freunde sind, also meine engsten Freunde, die es gehört haben, die waren alle recht begeistert. Ich habe das meinem Großvater gegeben, der selber früher viel Musik gemacht hat, so, und der ist jetzt der Meinung, dass wir endlich unsere Instrumente richtig spielen können. Aber er versteht den Welt, er weiß halt nicht, wo der Weltschmerz herkommt, den wir in unseren Texten tragen. Und ja, ich kann es ihm auch nicht erklären, wirklich.